Spieltag 14 in der Bundesliga und bei diesen Partien kann man echt nur würfeln, denn es sind wieder einige dabei, wo du echt einfach nur verlieren kannst. Fangen wir mal an mit dem Freitagsspiel Union gegen Leipzig. Ich habe mir vorgenommen, echt ganz spontan aus dem Bauch raus zu entscheiden. Ich habe gemerkt in den letzten Videos, ich wollte eigentlich anders tippen, als ich dann doch getippt habe. Deswegen tippe ich gleich mal meine erste, ja, Intention, mein erstes Gefühl und hier tippe ich einfach mal ein 2-1 für Leipzig. Ja, einfach aus dem Bauch raus, weil Leipzig irgendwann muss. Die haben auch nicht so eine gute Phase. Union ist trotzdem eine gute Truppe. Aber vielleicht kommt jetzt bei denen auch so der Europapokal so ein bisschen ja, in die Knochen. Vielleicht merken sie es ja, die Dreifachbelastung. Vielleicht ist das noch nicht so das Ding für Union. Aber gut, wie gesagt, spontan entschieden aus dem Bauch raus 2-1 für Leipzig. Dann gehen wir rein in den Samstag mit Mainz gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat auch gerade so eine kleine Krise unter Florian Kohfeldt. Mainz ist eigentlich immer für einen Sieg gut gegen solche Teams. Ist für mich theoretisch ein klassisches Unentschieden oder ein Sieg für Wolfsburg. Da ich ja meine erste Intention haben möchte, tippe ich mal ein 1-1 bei Wolfsburg gegen Mainz. Und dann schauen wir mal, ob der Reim mir ein paar Punkte bringt. Hoffenheim gegen Frankfurt. Ja, auch so ein Spiel, wo ich eigentlich würfeln muss. Frankfurt jetzt plötzlich wieder gut in der Bundesliga. 3 Siege in Folge. Gegen Union überraschenderweise richtig stark gespielt. Beste Saisonleistung, aber Hoffenheim ist auch stark. Wobei das 6-3 gegen Fürth, da weiß ich nicht, ob man das so hochschaukeln soll. 3 Gegentore immerhin gegen den letzten. Aber gut, da kommen wir gleich zu. Weiß ich nicht, ob das so ein klassisches Unentschieden auch ist oder ob die Eintracht nochmal einen Sieg landet oder ob Hoffenheim natürlich gewinnt. Letzten Spiel habe ich also Mischmasch getippt. Ich tippe mal ein Einzel für Hoffenheim. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl, bin ich ehrlich. Ich sehe es natürlich gerne anders. Von daher, liebe Eintracht, belehrt mich eines Besseren, aber ich tippe hier mal Einzel für Hoffenheim. Jetzt kommt halt Leverkusen gegen Fürth, die Schießbude der Liga, letzter Platz, also alles Negative auf Fürth drauf. Die haben eine 10er Wettquote und ich glaube einfach, dass das so weitergeht. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass Fürth in Leverkusen irgendwas holt, geschweige denn vielleicht ein Tor schießt. Ja, aber ich mache mal ein 4-0. Einfach der Tatsache geschuldet, dass Fürth, guck mal, die schießen 3 Tore gegen Hoffenheim, gewinnen dann nicht mal, weißt du, zeigen mit ihrer beste Leistung. Die sind einfach nicht Bundesliga-tauglich. Also tut mir leid, ja, bei allem Respekt, aber Fürth ist für mich einfach nicht Bundesliga-tauglich in der Formation. Vielleicht ist der Trainer auch falsch, vielleicht haben sie einfach nicht den Kader dazu. Also im Prinzip ist Fürth leider so die Schießbude der Liga, tut mir auch ein bisschen leid, aber gut, irgendeine Mannschaft muss es ja sein. Von daher, ich tippe mal aufgrund dessen, dass ich Leverkusen vertraue in 4-0. Ich habe letzte Woche übrigens ein lächerliches 1-0 für Fürth getippt. Was ist hinterher rausgekommen? 9 Tore. Das sind halt so Dinge. Das kannst du vorher nicht wissen. Ey, das ist, du bist ja verrückt im Kopf. Dann Bielefeld gegen Köln. Die Bielefelder haben in München gut mitgehalten. Köln mit dem Derby-Sieg. Meint man eigentlich, dass die mit viel Rückenwind anreisen, ne? Soll ich mal Köln wieder auf Sieg tippen? Komm, wir haben noch so wenig Auswärtssiege generell. Ich tippe mal ein 3-2, 3-1. Wird das ein torreiches Spiel? Ich habe letzte Woche, wie gesagt, Fürth auf ein lächerliches 1-0 getippt. Dann wurde es ein 6-3 für Hoffenheim. Ich mache mal ein 3-1. Ich habe ja gesagt, meine erste Intention nehme ich. Mr. Benny Fuchs ist wieder da. Machen wir mal ein 3-1 für die Kölner. Ja, Augsburg gegen Bochum, auch so ein Spiel, wo du eigentlich einen Würfel brauchst. Da würde ich jetzt auch rein aus dem Bauch raus, rein gefühlsmäßig 0-0 tippen. Das ist so ein klassisches 0-0. Ey, Augsburg-Bochum, 4.12., halb 4, bah, nasskalt, schlechtes Spiel, schlechter Rasen. Das ist eigentlich so ein typisches 0-0. Ich mach's auch, komm. Ich tippe mal Augsburg-Bochum 0-0. Wahrscheinlich wird das das torreichste Spiel. 5-4 für Bochum. Letzte Sekunde schießt Bochum dann das Tor wahrscheinlich. Ich tippe aber mal für meine Verhältnisse jetzt mal 0-0. Dann der El Clasico steht an. Dortmund gegen Bayern. Tja, was machst du dieses Jahr? Die Bayern sind, glaube ich, echt dieses Jahr zu knacken. Zumindest in dem einen Spiel. Auf die Länge gesehen der Saison glaube ich, dass Bayern trotzdem Meister wird, weil die Konstanz hat Dortmund einfach nicht. Aber vielleicht für dieses eine Spiel, Bayern ist auch zurzeit nicht so gut drauf. Corona-Fälle, spielerisch läuft auch nicht alles zusammen. Dortmund scheint das Champions League aus gut verkraftet zu haben. Ach, schwieriges Ding. Dortmund auf Sieg, Bayern auf Sieg. Ich glaube, dass die Bayern das trotzdem gewinnen. Ich tippe aber trotzdem mal gegen Bayern. Ich tippe mal 2-1. Ich wünsche mir wirklich ein super unterhaltsames Spiel. Erster gegen Zweiter, dass die Dortmunder gewinnen, dass die Liga einfach ein bisschen spannend wird. Weißt du, wenn Bayern jetzt wieder gewinnt, haben sie 4 Punkte Vorsprung, das ist ja total öde. Dann ist die Meisterschaft wieder entschieden, sage ich jetzt persönlich. Ist nur meine Meinung, weil wie gesagt, die Konstanz über die ganze Saison hat Dortmund einfach nicht. Und deswegen glaube ich für dieses Spiel eventuell, dass da ein Sieg bei rumspringt. Aber ich glaube Bayern, dass die Meister werden. Dann am Sonntag Stuttgart gegen Hertha, auch so ein klassisches Not-gegen-Elend-Spiel. Hertha mit neuem Trainer, Stuttgart mit Rückenwind. Die haben gewonnen gegen Mainz.
Tja, ob dann der klassische Trainereffekt wieder kommt bei der Hertha, dass sie plötzlich anfangen Fußball zu spielen, plötzlich gewinnen sie. Ich tippe aber Stuttgart mal auf Sieg. Knappes 1-0, mal gucken. Könnte ja eventuell hinhauen. Und dann Gladbach gegen Freiburg am 2. Advent. Der Schlusspunkt des 14. Spieltags. Tja, Freiburg mit 3 Niederlagen in Folge, haben jetzt in Bochum auch verloren. Scheint wohl, als ob die Freiburger so eine kleine Schwächephase erwischt haben. Gladbach nach der Derby-Niederlage sind auch wieder Gutmachung aus. Deswegen glaube ich mal, dass Gladbach das 2-0 gewinnt, dass der Tiefflug für Freiburg so ein bisschen weitergeht. Und dann, ja, sind das meine Tipps für den 14. Spieltag. Und die Tippübersicht zeigt, es ist alles noch sehr, sehr eng beieinander. Wir fangen mal ganz oben an. Nordstern, dann Debi, Cooper, Bader, Levin, Leo, das sind die ersten 5. Und ihr seht, das sind wirklich nur ganz wenige Punkte. Lasst mal echt einen Spieltag die hier oben, die 10 vor mir total reinchoken. Ich hole hier 20 Punkte und schon sieht das Ganze wieder anders aus. Also es wird richtig, richtig spannend. Hier unten einige Leute werde ich halt dann nach diesem Spieltag entfernen. Ich habe ja gesagt, irgendwann werde ich es machen. Den Spieltag warte ich nochmal ab. Ich denke mal, da wird sich nicht viel verändern bei denen hier unten, die eh nicht tippen. Von daher wird das für einige der letzte Spieltag sein in meiner Tippgruppe. Ja, und dann wünsche ich euch viel Glück beim Tippen und wir sehen uns beim nächsten Tippspiel-Video nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.